Internet of Things oder kurz auch IoT steht für eine Sammlung von spannenden Technologien zur Vernetzung von einzelnen Gegenständen, physisch oder virtuell. Dabei entstehen sehr große, unterschiedliche Datenmengen, die zu spannenden Anwendungen zusammengeführt werden können. Im privaten Umfeld kennen wir das zum Beispiel aus dem intelligenten Haus, wo einzelne Hauselemente sich selbst organisieren, wie zum Beispiel selbstoptimierende Heizung oder auch eine Beleuchtung-Komponente, die einem folgt. Fitness-Tracker ist ein anderes spannendes Beispiel dazu, was jeder kennt. Im industriellen Umfeld sind Beispiele wie Erkennung der Beschaffenheit und der Position eines Frachtcontainers interessant, Überwachung der Maschinen oder auch Überwachung der Umgebung wie Luftqualität in öffentlichen Räumen, in Schulen oder auch in Produktionshallen. IoT bietet in der Industrie ein enormes Potenzial an Optimierungen, aber auch für neue Produkte und Geschäftsmodelle. Ein paar Beispiele. Zum Beispiel in der Fabrik können Sensoren Produktionsschritte, aber auch Maschinen überwachen. Und durch eine genaue Überwachung können Fehler und Störungen schnell entdeckt werden. Und man kann darauf schnell reagieren, um zum Beispiel termingerecht zu liefern oder auch Produktionsausschuss zu reduzieren. Als nächste Stufe der Optimierung ist die Analyse von Daten, die aus diesen Sensoren erfasst werden können. Zum Beispiel mittels der Methoden der KI und des maschinellen Lernens können Daten so ausgewertet werden, dass mögliche Fehler schon im Vorfeld erkannt werden, also prädiktiv. Das Ziel dabei ist, dass Maschinenausfälle oder Ausschuss gar nicht vorkommt. Internet der Dinge kann nicht nur unser Leben komfortabler und bequemer machen, sondern er trägt auch zur Nachhaltigkeit bei. Es kann Energiebedarf senken, aber auch Lebenszeit der Geräte verlängern, sodass wir an diesen Geräten länger Zeit Nutzen haben. Ein schönes Beispiel ist eine Anwendung des IoTs im Umfeld der nachhaltigen Transportwesen, der Eisenbahn. Moderne Züge werden mit Sensorik ausgestattet, die zum Beispiel den eigenen Energiebedarf während der Fahrt optimieren und an die Bedürfnisse anpassen. Durch die Überwachung mittels Sensorik der Außenanlagen, wie zum Beispiel Eisenbahngleisen, kann der Zustand, die Beschaffenheit der Gleisen erfasst werden, untersucht und Fehler auch rechtzeitig aufgedeckt werden. Dadurch, durch das rechtzeitige Erkennen von diesen Fehlern, können nicht nur die Gleise rechtzeitig gewartet werden und auch länger für uns erhalten bleiben, sondern auch Komfort der Reisenden und Sicherheit der Reisenden wird erhöht und dadurch auch die Akzeptanz dieses nachhaltigen Verkehrswesens.